herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Spiel. Es ist zwar nicht neu, das Spiel, aber ich spiele es auch schon seit 2019. So, ich wollte euch mal meine neue Werkstatt zeigen. Es ist eigentlich keine Werkstatt, es ist eigentlich ein Schrottplatz. So, hier mein Büro, da vom Bekannten, der Cousin. Hier zählen wir die Penunzen. Na? Da sind die Penunzen drin. So. Guck, da haben wir das. So, da sind die Autos, die wir jetzt geklaut haben. Ich würde bevorzugen, beschafft haben. So, wir können mal gucken. Hier ist der Computer, da sind die Autos drin. So, wenn wir ihn verkaufen, 405.000, verschrotten, 324.000. Der andere auch, seht ihr ja. Und wir haben sie alle erworben. Ist schön ausgedrückt, aber ist halt so, wie es ist, ne? Wir haben sie erworben. So. Jetzt wollen wir den ersten heute mal verkaufen. Ich weiß nur noch nicht, welchen nehmen wir denn. Nehmen wir den hier. So. Verkaufen. Ausschlachten. Mehrere verkaufen. Nee, das geht nicht. So. Wir verkaufen ihn mal. Versuchen wir das mal. So. Entschuldigt, aber ich bin etwas erkältet. Es ist auch die letzte Zeit etwas wenig an Videos gekommen. Aber mich hatte auch eine Erkältung, Grippe und Corona hatte mich erwischt. So, jetzt wollte ich mal was Neues anfangen. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Zeit für 13 Kilometer. Wir wollen wenig Schäden ans Fahrzeug dran machen. Sonst wird es immer billiger, das Auto. Es fährt aber ganz prima. So. Wir können mal rechts ranfahren. Gucken mal eine Innenansicht hier. So sieht halt ein Sportwagen von innen aus. So. Man kann viel sehen, aber auch wieder nichts. So, also lasst uns lieber von der Vogelperspektive von hinten gucken. Wir müssen uns konzentrieren, in GTA liegt halt Schnee. Und die meisten haben natürlich auch keine Winterreifen drauf. So, dann liefern wir mal unser erstes Auto ab. So. Schade, dass ich gestern nicht aufgenommen habe. Da habe ich den Grinch erwischt und den Yeti. Ah, den Weihnachtstruck habe ich auch noch gesehen. Er tut in regelmäßigen Abständen Pakete fallen lassen, wo auch die Geschenke drin sind, wie Geld und Punkte, damit er weiterkommt. Das ist, wenn ihr mal auf so einer Map seid, wenn er da spielt, auf dem blauen Truck im auf der Karte gucken. Da ist dann der LKW von Coca-Cola. Oder vielmehr der Weihnachts-LKW, sage ich jetzt mal so. So. 9 Kilometer noch. Au, au, au. Schwein gehabt, hat nichts abgezogen. Müssen langsam fahren. Wir wollen ja den vollen Betrag haben. Weil das Beschaffen war auch schon teuer genug. Die Mitarbeiter bezahlen. Und mein Teilhaber möchte auch bestimmt Geld haben. Aber wir haben ja Zeit. Es sind noch 8,5 Kilometer. Und wir haben noch gut 27 Minuten Zeit. Wie gesagt, wir gucken mal, dass wir
da schnell hinkommen. Ich weiß auch gar nicht, es wird wohl in unregelmäßigen Abständen von GTA Filme geben. Aber ich will erstmal die Reaktion von meinen Leuten auf der YouTube-Plattform abwarten, ob das überhaupt interessant für die ist. Dann könnte es auch sein, dass es öfters mal was von GTA gibt. Aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht, das muss ich dann mal schauen. Das Spiel spiele ich jetzt seit, ich habe mich glaube ich irgendwie 2019 angemeldet. Wir haben auch einen eigenen Clan, sogar einen Familienclan. Meine Frau spielt das Spiel, weiß ich nicht, ob sie es spielt. Also haben hat sie es. Und die Kinder von uns haben es auch. Und muss aber dabei sagen, sie sind alle schon in dem Alter, wo sie das Spiel auch spielen dürfen. Meine Frau zwar das Spiel, aber ob sie das gerne, also ob sie das auch spielt, wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe sie bis jetzt mal reingucken sehen in das Spiel, aber sonst. So, was ist heute? Ist Mittwoch. Ich muss gucken, welche Autos loswerde, weil morgen kommen die neuen Autoaufträge ins Programm am Computer. Wir müssen sowieso hier abfahren. So. Bleiben wir mal schön bei den anderen dahinter. Ampel ist eh rot. Warten wir einen kleinen Moment. Naja, durch den Schnee und den Matsch ist er halt jetzt ein bisschen schmutzig geworden. Aber er sieht noch gut aus. Wäre ja natürlich auch schade, wenn jetzt auf den letzten Metern noch was passieren würde und man Geld abgezogen kriegt. So. Ich kann euch auch die Werkstatt mal zeigen, aber habt ihr ja gesehen. Ups, jetzt bin ich über Rot gefahren, aber hat keiner gemerkt. Ich hoffe, dass es keiner gemerkt hat. So, 2,7 Kilometer noch ungefähr. Die Autos haben wollt, müsst ihr erstmal den Schrottplatz kaufen. Nicht ganz billig. Die Angestellten. Und dann kommt jeden Donnerstag kommt ein Auftrag raus. Aber ihr könnt auch Geld so machen, wenn ihr die Aufträge erledigt habt, indem ihr Autos mit eurem LKW abschleppt. Die auseinander nimmt und die Einzelteile verkauft. So, das war die falsche Richtung. Also wir müssen zum Hafen. Ja. Oh shit, okay, alright, fuck. I guess it's murder time now. Hey, you know when someone cuts you off in traffic and you just have to hop out the whip and end their whole shit? If that was the bar for violence, what would it be? Should be wild. Da hinten müssen wir hin. Können wir noch mal ein bisschen Stoff geben. Ja.
So, wird er bestimmt in so einen Container verschifft. Seht er, und dann ist er auch schon weg. Wieder einen Käufer glücklich gemacht. So, 405.000. Schön, haben wir jetzt 14 Millionen. So, wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Na, kein Beding. Wir melden uns jetzt erstmal als... ich bin angemeldet als CEO. Okay, dann besorgen wir uns ein Fahrzeug. Hier den Hubschrauber. Dann fliegen wir einfach zum Schrottplatz zurück und gucken mal, was der Nächste will. Jamal tells me your first shipment is on its way to Liberty City. That is what's up, homie. Tonight, I will. So, fliegen wir jetzt erstmal wieder nach Hause. So. Scheiß Wetter. Man kann gar nicht richtig gucken. Man sieht fast gar nichts. Wir müssen vielleicht ein bisschen tiefer fliegen. Aber dann fliegen wir gleich ins Wasser rein. Also lasst es uns lieber in der Höhe bleiben hier. Und wir orientieren uns am Land. Raketen. Was ist das? Das müsste der Flughafen sein. Also weiter in diese Richtung. Dauert natürlich eine Weile, bis wir jetzt zu unserem Schrottplatz kommen. Mal gucken, ob ich Richtung Straße komme. Kann man wenigstens ein bisschen was sehen. Aber wie gesagt, es schneit halt in Los Santos. So. Oh, da hinten kann man die Berge sehen. Nach und nach stelle ich euch alle meine Firmen vor. Es sind einige geworden. Das Casino haben wir ja natürlich nicht, aber da haben wir ein Penthouse im Casino. Wir haben den Nachtclub, Spielhalle, Autowerkstatt, Schrottplatz, einen Bunker haben wir. Wir haben eigentlich alles, was es im Moment hier gibt. Ein paar Häuser, den Musikclub. Ja. Nicht gut. Ja. So kann das passieren. Jetzt sind wir hier mitten im Wasser. Ach ja, Fahrzeug. Können wir jetzt gerade keins holen? Ne, müssen wir erstmal ein Momentchen schwimmen und einen kleinen Moment warten, bis es wieder was gibt. Passiert, können wir halt nicht ändern. Ich weiß gar nicht, kann ich bei den Sonderfahrzeugen bei der Costa Dingi anfordern. Doch, es müsste gehen, ja. Ah, da ist es doch. So, guck mal. Wir haben ja Beziehungen überall. So. Ah, ein bisschen nass ist es. Ein bisschen kalt ist es. Aber was soll's, erkältet bin ich eh schon.
können auch gleich hier an Land gehen, dann brauchen wir nicht. Holen wir uns ein Auto. Dann sind wir nicht so am Frieren, dann können wir da Heizung wenigstens anlegen. Dass wir jetzt hier ein Auto kriegen. Ein bisschen rennen, damit es uns warm wird. Ah, guck mal, da hinten stehen noch genug Autos rum. Welchen nehmen wir uns denn? Da die. Ah, nehmen wir hier den sportlichen, komm. Ich glaube, die haben was gemerkt. So, fahren wir jetzt zu unserem Schrottplatz. Heizung auf volle Pulle, damit wir ein bisschen trocken werden und warm werden. Fenster ist zwar kaputt, aber wenn wir die Heizung groß genug andrehen, könnte es funktionieren. Da ich keine Zeit habe, werde ich so ein bisschen mich nicht an die Verkehrsregeln halten. Wie gesagt, ich habe keine Zeit. Hier kommen wir jetzt auf die lange Brücke, wo die Militärbase ist, wo ich auch einen Hangar besitze und einiges an Flugzeugen drin ist. So. Man kann sie jetzt nicht sehen, weil die Landebahn ist jetzt über uns. Yeah, yeah, fly low FM, Los Santos, where the grass is just a little green. Jetzt fahren wir dann weiter. Schrottplatz ist vor uns, jetzt noch ein paar Kilometer. Und hier in der Gegend habe ich gestern den Yeti getroffen. Ah, noch ein Stückchen weiter ist es. Nee, hier war es, ja, so ungefähr. Hier war das. Hier musst du da rechts abbiegen, dann kommen da dahin, wo der Yeti ist. Da liegen 5 Sachen verteilt in einem Suchgebiet. Wenn ihr die gefunden habt und das letzte habt, dann das letzte ist ein Zelt. Und wenn ihr da das habt, dann müsst ihr einen Moment warten. Dann kommt irgendwann auf der Karte so ein rotes Gesicht. Ja. So eine rote Maske zu sehen und dann kommt der Yeti an und dann müsst ihr gucken, dass er den erschießt. Ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt, ob ihr den erschießt oder nicht, ist egal. Hauptsache, er ist tot. So. Und als Trophäe kriegt ihr dann den Yeti-Anzug. So. Hier steht ja mal ein anderes Auto. Parken wir das auch hier. So. Erstmal schnell rein, da ist es glaube ich warm. So. Dann gibt es leichte Unterbrechungen halt hier. Das ist, wie gesagt, meine Werkstatt, meine 2 Angestellten. Und das ist von dem Kompagnon der Neffe, Cousin, ich weiß es gar nicht mehr.
So, mal gucken, ob hier irgendwas passiert ist. Nein, das ist verkauft. Da können wir hier rausgehen, genau. So. Ich glaube, im Tresor ist jetzt nichts drin, oder? Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es noch nicht mehr. Ah, doch, im Tresor sind schon wieder 21.000 drin. So. Hier den Schraubenschlüssel kann ich nicht nehmen, den habe ich schon. So. Jetzt habe ich hier das Auto weggebracht. Umgezogen habe ich mich zwar noch nicht. Aber jetzt setze ich mich erstmal hier hin. Ruhe mich erstmal aus. Rauch mir eine. So. Genieße mein Leben. Ach ja. So. Eigentlich könnte ich aus Fernsehen ein bisschen anmachen. Oh, oh, oh. Das war wohl so ein bisschen zu viel in der Zigarette. Ich glaube, ich sollte das aufhören, das Joint rauchen. Legen wir uns lieber ein bisschen hin. So. So, Freunde, mit diesen Bildern bedanke ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch alles Gute und das nächste Auto in der nächsten Folge. So, bis bald, euer Donny und macht's gut.